46. Spieltag der Penny DL Retro Night in der Mercedes-Benz Arena. Eisbären Berlin versus Augsburger Panther. Berlin zuletzt mit der Niederlage in Schwenningen und die Augsburger Panther, die brauchen Punkte im Tabellenkeller. Hinein in die Partie. Überzahl Berlin. Scheibe läuft gut. Einmal Querpass, einmal vors Tor. Tor! Leo Pföderl, zweite Spielminute. Bojcik und Byron mit der Vorarbeit. Und Pföderl, der ist da komplett alleine vor dem Tor. Dennis Endras ist doch dran mit seinem linken Schoner, aber es reicht am Ende nicht. Berlin on fire. Und nächstes Tor, 2-0. Melchiori mit seinem ersten Saisontor in der 8. Spielminute. Cimic, der Neuzugang der Eisbären mit der Vorlage. Aber Renner, der fälscht die Scheibe hier mit dem linken Handschuh unhaltbar ab für seinen Goalie Dennis Endras. Wo ist die Antwort der Gäste? Genau hier. History is made. TJ Trevelyan mit seinem 145. Treffer für seine Augsburger Panther überholt somit All-Time-Torjäger Dwayne Möser mit 144 Toren. Und das war der Anschlusstreffer für die Augsburger Panther in der 9. Spielminute. Die Fans sehen ein gutes Spiel mit Top-Möglichkeiten hinein in das zweite Drittel. Augsburg, Achtung, Elias, wow, 32. Spielminute, what a goal. Torsto mit der tollen Übersicht, aber Elias aus diesem Winkel gnadenlos unter die Latte, no chance für Hildebrand. 32 Sekunden später, Berlin, Tor, das geht am Ende zu einfach. Der Verteidiger Jonas Müller skatet an drei Augsburger vorbei. Keiner fühlt sich verantwortlich für Müller. Und der mit einem tollen Schuss Stockhandseite vorbei bei Endras. Und das wird noch schlimmer für Augsburg. 27 Sekunden nach dem 3-2. Genau das hier. Melchiori Tor. Zweiter Treffer für Melchiori, 33. Spielminute, auch da ein guter Pass von Nöbels und toller Abschluss vom Verteidiger. Augsburg, die kämpfen, aber auch da nächstes Überzahlspiel für die Hausherren. Wismar mit dem Pass und Pföderl mit dem zweiten Treffer an diesem Eishockeyabend, war insgesamt bereits sein 4. Scorerpunkt. Also Pföderl heute enorm heiß. Christoph Kreuzer, letztes Drittel. Geht da vielleicht noch was? Augsburg, ansatzloser Schuss und Tor. Chris Collins, 45. Spielminute, Handgelenkschuss und der war präzise, direkt unter die Latte. Schöner Schuss, Hildebrand kommt da nicht mehr ran mit der rechten Schulter. Toller Treffer von Collins. Aber am Ende Berlin besser. Warum? Leon Bergmann, ansatzlos, Bingo. Die Entscheidung, 6-3 am Ende. Für Berlin, Kreuzer noch in der Analyse und die Punkte bleiben in Berlin. Ich glaube, gut waren wir halt nicht, aber die drei Punkte haben wir. Und ja, das sind echt immer eigentlich die schwierigsten Gegner. Wir können eigentlich bloß verlieren. Und ich glaube, so hat es dann auch ausgeschaut. Weil gut war es wirklich nicht. Ja, ich denke, wir hatten... So, die ersten zwei Wechsel waren eigentlich sehr gut von uns. Dann hinterher haben wir dann doch ein bisschen gebraucht, hat Berlin Druck gemacht. Aber das ist nicht so normales, wenn du hier zu Hause spielst gegen Tabellenführer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine Mannschaft hat dann weiter gekämpft, sind dann noch rangekommen nach dem 2-2.
da leisten wir uns unnötige zwei Gegentore. Ich denke, das war ein bisschen der Knackpunkt. Das ist natürlich dann schwer, 5-2 dann zurückzuholen. Aber meine Mannschaft hat Moral bewiesen und wir haben wirklich weiter hart gearbeitet. Augsburg braucht eine tolle Moral, vor allem am kommenden Sonntag. In dem Spiel schlechthin, zu Hause gegen Iserlohn. Und Berlin bleibt mit diesen drei Punkten ganz, ganz oben in der Tabelle. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.